Jo Leute, Magstar hier und weiter geht's mit der Mission, kämpfe dich durch die Seelenfabrik, natürlich in Doom Eternal. Leute, ich würde sagen, wir legen gleich mal los und gehen hier mal nach vorne zum Kontrollpunkt. So, ich sammle hier das Ganze noch ein. Wir haben ja im letzten Let's Play von Doom Eternal haben wir ja hier diese vielen Dämonen hier eliminiert. Ja, jetzt muss ich da nur den richtigen Weg finden. Genau, ich war hier. Ja, genau, da musste ich ja nochmals hin. So. Okay, dann gehe ich jetzt nochmals hier hin. Und ja, eigentlich haben wir ja das Ganze hier abgeschlossen mit dem ganzen Dämon. Ich muss jetzt hier schauen auf der Karte, wo wir hier hin müssen. Okay, ich gehe auf diese Seite mal. Ich gehe jetzt mal hier durch. Hier bin ich rübergekommen. Jetzt muss ich nochmals nachsehen, wo ich dann da genau hin muss. Entweder bin ich jetzt hier richtig oder ich bin falsch. Ich muss mich wieder richtig orientieren hier. Ich glaube so. Ja, ich glaube so ist es richtig. Okay, ich gehe mal. Spring jetzt mal hier rüber. Ja, sehr schön gemacht. Hier rüber. Oh, shit, shit, shit. Okay. Und dann hier hoch. Ja, sehr schön gemacht. Okay, hier sind schon die nächsten Viecher, wo ich jetzt gleich mal abknallen werde. Schön. Okay. Ja, dann werfe ich jetzt mal die Granate hier hin. Oh, 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 oh. Achtung, Achtung. So, Minigun Action. Sehr schön gemacht. Okay. Also Leute, wir müssen jetzt hier weitergehen. Endlich habe ich den Weg hier gefunden. Ey, das ist manchmal schon kompliziert, wie man sich hier orientieren muss, dass man wieder beim richtigen Weg läuft. Genau, jetzt ist die Frage nur, wie ich hier hochkomme. Hm. Genau. Nämlich muss ich, glaube ich, auf diese Wand hier hochkommen irgendwie. Die Frage ist nur, wie ich das veranstalten soll. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Oh, autsch! Ist es extra so, dass ich durch dieses Feuer hier muss, oder was? Fleisch mürbe machen. Haben sie genug Schmerz erlitten und ihr Geist ist gebrochen, dann ist die Seele bereit für die Extraktion. Okay, für die Extraktion, alles klar. Die Frage ist, muss ich jetzt hier hoch irgendwie oder nicht? Das frage ich mich jetzt irgendwie. Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Oder muss ich hier jetzt wirklich irgendwie... Ich glaube, ich muss hier hoch. Anders kann ich mir das fast nicht vorstellen. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich hochgehen. Also ich probiere es mal zumindest. Schauen wir mal, was hier ist. Okay, hier ist nichts Besonderes. Ja, dann gehe ich nochmals weiter auf. Lol. Lol. Das finde ich jetzt aber komisch. Oh mein Gott, muss ich jetzt ernsthaft hier durchkommen? Warte mal. Scheibenkleister, Leute. Ich muss jetzt ernsthaft hier durchkommen. Ach du meine Güte, ey. Oh mein Gott, geschafft. Oh, schön gemacht. Ich muss wieder in Bewegung bleiben. Oh mein Gott, ist hier wieder der Dämonenbeschwörer oder was? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay. Ich möchte lieber nicht wissen, was hier los ist. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Schnell einsammeln, einsammeln. Oh shit, oh shit, oh nein. Leute, ich muss jetzt immer in Bewegung bleiben. Bevor sie hier wieder etwas tut. So, sehr schön gemacht. Ist hier irgendwo dieser Dämonenbeschwörer? Das möchte ich jetzt so gerne wissen. Weil das kann ja tatsächlich nicht sein, dass hier immer wieder neue Gegner gespawnt werden. Da muss ja irgendwo ein Beschwörer sein. Nee. Kein Beschwörer ist hier in der Nähe, ja. Dann muss ich mich jetzt, ob ich will oder nicht, hier durchkämpfen.
Scheibe! Nein, 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 nein. Oh shit, oh shit. Scheibe. Ey, ist das Glück, Junge. Ist das Glück. Da kann man sich jetzt aber wirklich mal fragen, wie viel Glück das man hat. Puh. Ich hätte schon gedacht, dass ich keinen Tank mehr hätte mit der Kettensäge. Wie knapp war denn dieses Ding gerade? Oh shit. Oh nein, 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 nein. Ich bleibe jetzt immer in Bewegung, Leute. Ich bleibe ab jetzt immer in Bewegung. Gehe kein bisschen mehr weg, bevor ich das Ganze hier gelöst habe. Schön gemacht. Schön gemacht. Okay, die habe ich mal schön erledigt. Jetzt diese noch. Schön erledigt. Oh mein Gott, Pinky, der Pinky ist noch hier, okay. Jetzt habe ich es eigentlich einfacher, ne? Wenn ich nur den Pinky eliminieren muss, habe ich das eigentlich gut drauf. Komm her. Ich warte auf dich. Sehr schön gemacht. So, jetzt noch diese einzelnen hier eliminieren. Und dann haben wir das Ganze auch. Schön gemacht. Granate. Ja, Mann. Okay, ja. Lol, hä? Wieso spawnen die sich immer? Langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie etwas hier oben tun muss. Dass es aufhört. Ah, hier, glaube ich. Jetzt. Okay, jetzt werden sie nicht mehr neu gespawnt. Hoffe ich mal zumindest. Sehr schön gemacht. Boah, bin ich froh, dass es ein Ende hat, ey. Ich musste eigentlich nur diesen Stab hier umbrechen und schon ist die ganze Aufgabe hier gelöst. Dass hier nicht immer wieder Dämonen gespawnt werden. Okay, wo ist jetzt dieser eine hin? Schön. Okay, gut. Ich würde sagen, wir können weitergehen. Ich werde jetzt mich weiter hier durchkämpfen durch die Seelenfabrik. Lol, okay, was muss ich jetzt tun? Was zum Himmels Willen muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich wieder eine Kombination machen, irgendwie. Ich muss, glaube... Ah, hier gibt es etwas. Ich habe etwas gesehen. Irgendetwas habe ich gesehen. Ich glaube, dieses Teil hier oben muss ich, glaube ich, aktivieren, dass ich hier durchkomme. Ich gehe jetzt mal hier oben schauen. Okay, hier kann ich nichts tun. Ah, jetzt checke ich das Ganze. Ja, sehr schön. Ich muss hier oben, wenn ich dieses Teil hier sehe, muss ich hier das aktivieren, glaube ich. Okay, geht nicht. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier durch. Wenn das möglich ist. Kann ich hier durch? Hä? Lol. Ich kann nicht hier durch. Das ist aber komisch. Ich müsste theoretisch hier nach drin gelangen irgendwie. Ich könnte es ja mal hier probieren. Nee. Klappt auch nicht. Okay, das finde ich jetzt merkwürdig. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Also irgendeine Kombination gibt es hier wieder. Sonst würde es hier nicht weitergehen. Hier kann ich nicht mehr zurück. Also zurück möchte ich ja natürlich nicht. Aha, warte mal. Eine Wand ist hier. Eine Wand ist hier. Jetzt, 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 Leute. Jetzt. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich, glaube ich, hier nach drüben gehen. Kann ich das aktivieren? Nee, das kann ich nicht aktivieren. Jetzt. Sehr schön gemacht. Okay, jetzt habe ich freien Weg auf jeden Fall. Jetzt kann ich eigentlich theoretisch entspannt hier durchgehen. Okay, ich muss es jetzt, glaube ich, noch auf der anderen Seite, glaube ich, lösen. Wenn es hier auf der anderen Seite auch noch etwas gibt, genau. Jetzt muss ich hier auch noch auf die andere Seite kommen. Aber wahrscheinlich muss ich hier herumlaufen, dass ich dort hinkomme. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also,
gehe jetzt nochmals hier hoch, wo ich gewesen bin. Und dann gehe ich mal, dann probiere ich mal so rüber zu laufen. Mal schauen, ob das klappen wird. So. Okay. Jetzt haben wir hier keine Freigabe. Das heißt, hier rundherum können wir leider nicht laufen. Ich laufe jetzt einfach mal hier und dann... Ah, jetzt kann ich hier... Jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt, ne? Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, laufe ich hier nicht zurück. Ich hoffe es mal nicht, dass ich hier nicht zurücklaufe. Am besten gehe ich mal hier nach drüben. Autsch, autsch, autsch. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh. Ja, Leute. Der Marauder ist hier. Der Marauder ist hier. Ich fasse es nicht. Der Marauder ist hier. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Oh mein Gott. Nicht, diesmal nicht der Doom Hunter. Der Doom Hunter hätten wir vielleicht sogar schneller erledigt. Okay, okay. Ich nehme jetzt... Wisst ihr was? Wenn das so ist, nehme ich die Minigun. Ganz einfach. Autsch. Ah, nein, 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 nein. Bitte nicht. Zersang, zersang, okay. Wisst ihr was, Leute? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich habe ihn gleich. Ho, den habe ich aber schön mit dem Flammenwerfer getroffen. Heieiei, irgendwie macht mir diese... Irgendwie, keine Ahnung wieso, aber irgendwie macht mir ein bisschen diese Dämon Angst irgendwie. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank ist dieser Marauder besiegt, ey. Huch. Eigentlich kann ich, eigentlich weiß ich, wie ich den jetzt eliminiere, aber trotzdem ist es in manchen Stellen nicht immer so einfach. So, ich öffne jetzt mal das zweite Tor. Jetzt können wir endlich hier durchgehen. Meine Güte, ey. Ja. Wenn ich jetzt richtig rechne, kann es dann irgendwann dann wieder sein, dass der Doom Hunter kommt, 100 Pro. Ich weiß es nicht, aber könnte ja durchaus möglich sein, wenn es schon so startet, dass der Marauder hier ist. Okay, das finde ich jetzt richtig merkwürdig. Hoffentlich werden die nicht irgendwo wieder gespawnt, sonst muss ich hier wieder den Hebel brechen. Solange ich natürlich die großen Dämonen besiege, ist alles easy. Oh shit, ah nein! BFG 6000, BFG 6000. Oh Gott, yeah, Mann. Ha! Die habe ich jetzt aber wieder richtig damit zerfetzt mit dem BFG, ne? Die habe ich damit jetzt wieder richtig eliminiert. Ha! Das finde ich immer wieder nice. Die zu eliminieren macht eigentlich eine Menge Spaß, ne? Wenn man vor allem den BFG 6000 hat und die meisten oder ein Viertel davon eliminieren kann, weiß man, dass man auch weniger hat. Okay, ich nehme den Rocket Launcher. Okay. Ich mache das am besten so. Jetzt gehe ich mal nach und mache einen Rocket Launcher. So. Und down bist du. Sehr schön gemacht. Oh shit, nee, Mann. Ey, ich hätte jetzt den fast... Ich hätte jetzt den theoretisch fast besiegt. Nein, 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 bitte nicht. Okay, solange ich nur gegen so eine Truppe antreten muss, kann ich hier noch profitieren und gewinnen, aber wenn dann wieder die Stärchen in der Ambon kommen, dann brauche ich dann wieder mehr Munition und muss ich dann wieder mehr zersägen.
Am besten tue ich das vielleicht gleich. Okay, okay, okay. Okay, es reicht. Es reicht. So, Granate. Ey, dauert das aber auch wieder eine Weile, bis ich den eliminiert habe, ey. Sehr schön gemacht. So, ich glaube dieser, ich weiß nicht mehr wie man, ich weiß nicht alle Namen mehr von diesen Dämonen, Leute, aber dieser auf jeden Fall mit den zwei Gewehren habe ich auf jeden Fall schon mal schnell easy eliminiert. Keine Ahnung wieso, aber ich habe das Gefühl, sie sehen immer so creepyhaft aus, diese Dämonen hier mit den vielen Waffen und alles mögliche. Ja, Leute, ich habe damit gerechnet. Leute, ich habe es euch gesagt. Jetzt kommt noch der Doom Hunter ins Spiel. Leute, ich habe es euch gesagt. Da habe ich aber mal, da habe ich aber mal wieder recht gehabt. Autsch. Ah, nein. Lass mich hier durch. Der wollte mich mit seinem Schutzschild einspielen. Das habe ich bemerkt. Ist es jetzt einer oder sind es... Ja. Gute Nacht. Leute, es sind zwei Doom Hunter. Ja. Wie soll das jetzt... Ja, so, toll. Mega toll, Leute. Jetzt muss ich gegen zwei Doom Hunter antreten. Ja, wird ja wieder ein großes Highlight. Wird ja wieder ein sehr großes Highlight. Aber wer kennt's? Das ist Doom Eternal. Also ich muss sagen, ich habe gehört von den älteren Doom-Reihen, sei es noch nicht so creepyhaft gewesen. Also doch, creepyhaft war es eben, aber dass es so krass ist wie jetzt, habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ich weiß es nicht, weil ich die alten Teile von Doom nie gespielt habe. Aber das kann durchaus möglich sein, ne? Okay. So, ich werde weiterhin mit dem BFG hier draufballen, solange ich den Schüssen hier entkommen kann. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich möchte nicht, dass der irgendwelche Granaten auf mich schießt. Oh shit, oh shit! Immer diese mit dem blöden Flammenwerfer, ey. Die gehen mir langsam so auf den Sack, ey. Ja, toll. Super. Wieder mal wirklich super, okay. Hoffentlich bleiben hier diese kleinen Dinger. Oh, sehr schön gemacht, sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Kombination, die ich habe, ne? Probiere von nah, also wenn ich von Nahkampf, wenn ich vom Nahkampf komme. Das könnte ich probieren. Wenn ich von Nahkampf komme, könnte ich die mit der Flammenwerfer nehmen und dann plus noch die Granate. Das kommt sicher gut. Autsch. Autsch. Okay, jetzt ist es schon mal ruhiger hier in diesem Spiel. Wenn das ja schon so ruhig ist, dann kann ich ja mal mit. Dann kann ich ja mal mit Minigun-Action starten. Oder besser nicht. Sonst verliere ich da zu viel Leben. Okay, ich brauche jetzt hier kleine Dämonen zum Zersägen. Sonst haut das Ganze hier nicht hin. Oh mein Gott, habe ich jetzt gerade einen Doppelsprung gemacht, wie es ausgesehen hat schon. Nein, 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 nein. Ich darf diesem Doom Hunter nicht zu nahe kommen, sonst machen die mir zu viel Schaden. Oh, sehr schön. Schön gemacht, Leute. Okay, einen haben wir schon fast eliminiert. Und der andere können wir auch bald eliminieren. Jetzt muss ich nur aufpassen. Auch ohne Panzerung kann nämlich dieser Doom Hunter ziemlich nervig sein. Okay, er hat immer noch ein bisschen Panzerung, das ist das Problem. Dass ich hier noch ein paar Schüsse drauf schießen muss, bis die hier richtig eliminiert sind. Das ist das Problem. Oh mein Gott, okay. Der erste haben wir besiegt, Leute. Den ersten Doom Hunter haben wir jetzt mal schön besiegt. Das war jetzt aber harmlos wieder auf mich zugekommen, ist der erste. Aber den unterschätze ich nicht. Autsch, nein, 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 Achtung, Achtung, Achtung.
Schön gemacht. Schön gemacht, Leute. Und zersägen. Immer weiter so, Leute. Immer weiter so. Und jetzt mit dem Rocket Launcher. Okay, ich konnte ausweichen, er konnte ausweichen. Dann machen wir das so. So. Und hoch geht's. Nein. Rocket Launcher, bitte. Ey, der kann immer so easy ausweichen. Das ist auch das, was mich die ganze Zeit an diesem Doomhunter nervt. Wenn ich Raketen auf ihn schieße, kann einfach so easy mit diesen Schüssen ausweichen. Kann ich zwar auch, aber es ist schwieriger, als wenn man natürlich fliegt, ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Vorsicht. Ui, okay, jetzt. Jetzt mache ich das mal mit der Ballista, ne? Schön gemacht. Oh mein Gott. Ha! Den habe ich jetzt aber schön erwischt. Komm her, ja. Jetzt kannst du nicht mehr so einfach auf mich schießen, ne? Ja. Das ist harmlos. Das ist harmlos. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir safe hin. Willst du dich etwa verstecken? Das bringt dir auch nichts. Oh mein Gott, komm. Okay. Leute, wir haben beide besiegt. Sobald der Geist gebrochen ist und man genug Schmerz erlitten hat, und der Mensch alle Hoffnung verloren hat, wird er zur Extraktionskammer überstellt. Okay, und wie soll ich jetzt das Ganze hier... Okay, Leute, ich muss jetzt irgendwie irgendetwas wieder tun hier. So, ich mach das mal so. Und was muss ich jetzt genau tun? Also ich muss jetzt diesen Raum hier unten aufkriegen. Also nehme ich mal am besten das hier. So. Jetzt ist die Frage, wie ich das hinbekomme. Ja. Gute Frage jetzt gerade. Wirklich gute Frage. Was ich jetzt hier genau tun muss, um dieses Teil aufzukriegen. Ich sehe ja, ich muss dieses Teil hier aufkriegen. Aber irgendetwas muss ich... Ich glaube, dieses Teil muss ich hier runterfallen lassen, dass es hochgeht. Die Frage ist jetzt nur, wie ich das Ganze tue. Genau. Am besten springe ich mal hier rüber. So. Sehr schön gemacht. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Autsch. Jetzt muss ich es hier einsetzen, okay. Also ich nehme jetzt mal zuerst diese Münze hier. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, wie es aussieht. Ja, Leute, genau so muss man das tun. Sehr schön, okay. Also muss ich eigentlich nur das hier runterschubsen und schon kann ich jetzt hier runtergehen, okay. So, Leute, wir haben auf jeden Fall erfolgreich diese Mission auf jeden Fall gemeistert. Ja, ich würde sagen an dieser Stelle, das war es natürlich auch wieder für diese spannende, coole Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, war für mich wieder sehr, sehr spannend, Leute. Und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute, und tschüss.